Hallo, ich bin Miriam, 30 Jahre alt. Als ich ganz neu in Hamburg war, ging es mir nicht so gut. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. So wie mir damals, geht es heute auch vielen Flüchtlingsfrauen. Alles ist für euch neu und unbekannt. Und wenn ihr dann gesundheitliche Beschwerden habt, braucht ihr Unterstützung. Was kann Frau also tun? Was können wir machen? Und um euch zu zeigen, wo mir damals geholfen wurde, habe ich mich mit Lisa vom Familienplanungszentrum verabredet. Hallo Miriam. Hallo Lisa. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich kenne einige Flüchtlingsfrauen, die ganz neu in Hamburg sind und gesundheitliche Fragen haben. Was kannst du diesen Frauen raten? Diese Frauen können sehr gerne zu uns kommen, denn wir beraten zu ganz vielen verschiedenen Themen, zu Sexualität und Verhütung und auch gewollten und ungewollten Schwangerschaften. Und wir haben auch Ärztinnen und Psychologinnen. So. Ich kann dir hier mal ein Beispiel zeigen. Auf dieser Seite können Frauen sich auch selber von zu Hause informieren. Wir können uns mal ein Thema aussuchen, zum Beispiel die Geburt, die Entbindung. Auf welcher Sprache sollen wir das machen? Deutsch, Englisch, Arabisch? Nehmen wir einfach mal Deutsch. Okay. Die Seite ist total vielfältig. Man kann sich entweder grob informieren oder zu bestimmten Themen ganz gezielt durchklicken. Wenn man möchte, kann man sich die Seite auch auf seiner Muttersprache vorlesen lassen. Und die Texte werden auch durch viele Bilder und Zeichnungen noch mal besser erklärt. Bei unserem Familienplanungszentrum können wir über alles sprechen und dann schauen wir, wo wir helfen können. Und die Frauen können auch sehr gerne ihre Partner mitbringen und brauchen sich auch wegen der Sprache keine Sorgen machen, weil wir Dolmetscherinnen haben. Und was ist mit Frauen, die auf ihrer Flucht Schlimmes erlebt haben und sehr traurig sind? Können sie auch zu euch kommen? Die können auf jeden Fall auch gerne zu uns kommen und dann sehen wir zu, dass wir eine Einrichtung finden, die ihnen helfen kann. Und wenn sie hierher kommen möchten, was sollen sie machen? Sie können einfach einen Termin vereinbaren, bei uns anrufen und da steht die Telefonnummer und Adresse drauf. Toll, danke Lisa für das Gespräch. Gerne.